Ich sage herzlich willkommen zu einem neuen EEB-Talk, dem letzten vor der Sommerpause. Diesmal mit der Katharina Blum neben mir. Es geht um ein Thema Visualisieren mit Sketchnotes. Das Visualisieren, das ist jetzt erstmal keine digitale Technik, aber wir werden hoffentlich auch noch mal genug Bezüge auch zu unserer Arbeit hoffentlich auch finden. Ja, Katharina ist Erziehungswissenschaftlerin, hat auch ihre Schwerpunkte im Bereich Mediation, Moderation. Ich habe sie auf dem Medienpädagogik-Praxiscamp erleben dürfen, wie sie eben so einen Einstiegskurs im Bereich Sketchnotes gegeben hat und war sehr angetan davon, wie einfach auch so, ich sag mal, grafische Legastheniker wie ich dann einfach auch einen interessanten Zugang zu dem Thema gefunden haben. Von daher, Katharina, erstmal danke, dass du da bist und ja, ich würde jetzt erstmal die Begrüßung überlassen. Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema Sketchnote und was ist Sketchnote eigentlich? Genau, danke, dass ich da sein darf. Ich mache Sketchnotes seit 2014. Also eigentlich habe ich schon immer viel rumgekritzelt und rumgezeichnet, aber auf einem Barcamp. Ich liebe Barcamps, nämlich den Barcamp für politische Bildung 2014. Bin ich wie du bei mir. Hat jemand gesagt, ich zeige euch was zu Sketchnotes, hat das gezeigt. Es war die erste Session auf dem 2-3-tägigen Barcamp und dann habe ich es einfach ausprobiert, bin drauf hängen geblieben und habe immer weitergemacht. Genau, und mittlerweile zeige ich das anderen Leuten, arbeite ganz viel selber damit. Genau. Und im Prinzip sind Sketchnotes visuelle Notizen. Also die Grundidee ist, seine eigenen Notizen mit Bildern, Icons, visueller Aufmachung nicht nur aufzuhübschen, sondern tatsächlich fassbarer zu machen. Genau, besser verständlich. Ja. Ja, vielen Dank. Zum Thema erstmal, wir werden uns jetzt im Rahmen von diesem Talk, diesem Thema der Sketchnotes, ich sag mal nähern, was das ist, auch wie man dort, ich sag mal, einen Zugang findet. Alle, die jetzt hier mit dabei sind, sind natürlich herzlich eingeladen, sich auch zu beteiligen, also in Form von Fragen stellen, Ergänzungen bringen, Rückmeldungen geben. Also wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal angemerkt, es ist keine sture Präsentation, sondern es soll, wie gesagt, ein Talk, ein Gespräch werden. Lasst uns einfach über das Thema reden. Katharina, Sketchnotes, kannst du da mal kurz einfach mal zeigen, wie sowas aussieht? Ich habe da mal was vorbereitet. Das halte ich mal in die Kamera. Das ist analog. Genau, das ist das ist sehr visuell. Also genau, mit vielen Bildern gespickt. Das ist meine Sketchnote. Story, genau, das Barcamp Politische Bildung 14, was ich alles so mache. Das ist eins und gerade neulich war ich auf dem Berlin Letters Festival, wo es auch ganz viele Vorträge gab, die ich mitgesketchnot habe und ihr seht, hier ist auch ziemlich viel Schrift, aber mit einfachen visuellen Mitteln, die ich gleich auch noch erklären kann, mit Schrift und Hierarchie und ein paar Rahmen und ein bisschen Farbe wird das Ganze ansprechender. Und es gibt super viele Stile, es gibt super viele Arten auf Sketchnotes zu machen, je nachdem, was einem auch liegt. Diese ganzen Sachen ein bisschen aufzuhübschen ist an sich auch gar nicht so schwierig. Da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Und sonst nutze ich das auch ganz viel. Das hier ist in Mini. Mein Bullet Journal, das mache ich ja auch und auch da arbeite ich ein bisschen visuell, Schreibrahmen, meine Packliste. Ich benutze das eigentlich überall für mich. Und gerade wenn ihr online, Instagram, Twitter, Facebook den Hashtag Sketchnotes eingebt, seht ihr Massen an Beispielen auch super unterschiedliche. Ja, und warum mache ich mir denn jetzt, oder machst du dir so viel Mühe, so kunstvoll mitzuzeichnen, wenn doch einfach jemand Protokoll schreiben könnte? Gute Frage. Wir schalten mal, ich habe da mal was anderes vorbereitet. Wir schalten mal aufs iPad. Warum visualisieren wir eigentlich? Das ist ein Part von einem Handout und einer Präsentation, die ich auch bei meinen Workshops nutze. Für mich hat sich das tatsächlich bewährt, als ich 2014
genau, Sketchnotes für mich entdeckt habe, habe ich danach eine ziemlich umfangreiche Weiterbildung mitgemacht für Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderation. Und meine kompletten Weiterbildungsaufzeichnungen sind im Sketchnote-Format. Und ich arbeite bis heute damit. Ich schlage die Seiten auf, kann mich super an Dinge erinnern, kann die Zusammenhänge, merke mir sogar Anekdoten, die damals waren. Ich arbeite damit viel mehr als die kompletten Fotodokumentationen zum Beispiel. Genau, um in die Grafik zu gehen, was es halt macht. Genau, wir sehen Inhalte, die wir sowohl akustisch als auch visuell wahrnehmen, auch gerade wenn uns jemand was präsentiert. Wir müssen sie im Kopf filtern und aufs Papier bringen. Ob wir das jetzt analog oder digital machen, ist an der Stelle tatsächlich egal. Aber dadurch, dass wir filtern, eben teilweise auch noch Bilder finden oder eben überlegen, was sind wirklich die wichtigen Informationen, die wir festhalten, passiert ganz viel Verarbeitung. Und auch, genau, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass gerade die Verknüpfung zwischen Bildern und Text, die Dual Coding Theory, macht, dass wir uns Sachen viel besser merken können und auch viel engagiertere Lernerinnen und Lernende sind. Und es ist auch so, dass nur weil wir Visuelles benutzen, ist nicht nur so, dass die visuellen Lernenden angesprochen werden, sondern weil wir es selber zeichnen, auch die haptischen Lerner angesprochen werden. Und so tatsächlich funktioniert es, dass wir uns Sachen viel besser merken können. Und mir hilft es total, wenn ich Sachen in meinem Kopf aufs Papier bringe, durchdenke ich sie, kriegen sie Struktur, ich kann Prozesse darstellen. Und für mich ist es auch in ganz viel Weiterbildung, ich mache ja auch ganz viel genau, Erwachsenenbildung oder auch Workshops mit Kindern und Jugendlichen, Zweck ganz viel Aufmerksamkeit, wenn man am Flipchart was macht oder jetzt auch in Beamer-Präsentationen visuelle Dinge benutzt. Genau, die Aufmerksamkeit ist einfach größer und wir verstehen schneller, worum es geht. Es kam jetzt gerade schon mal so eine Frage, womit du am iPad arbeitest, aber ich glaube, das wird ja wahrscheinlich gleich eh nochmal so Thema sein, dass du mal so Einblick in deinen Arbeitsablauf gibst. Ja. Aber also im Prinzip, ja, Sketchnotes, das ist einfach mal so eine Visualisierungsmethode, um sich mit Bild, mit Schrift einfach mit Inhalten auseinanderzusetzen, die so kurz prägnant in Verbindung zu oder ja auch aufzuzeichnen, festzuhalten. Ich glaube, so ein Bild lässt sich dann auch wesentlich leichter zur Verfügung stellen und teilen, als jetzt irgendwie ein Protokoll, ein 16-seitiges PDF-Dokument zum Beispiel. Es ist jetzt ja erstmal keine digitale Geschichte. Das kann man ja jetzt auch am Flipchart machen. Genau. Wieso arbeitest du dann im iPad oder arbeitest du auch parallel in einem Buch? Ich arbeite sowohl analog als auch digital. Ich habe am Anfang hauptsächlich analog gearbeitet und ich habe auch gemerkt, dass das Beschäftigen mit Sketchnotes auch meine Visualisierung am Flipchart oder an der Metaplanwand total beeinflusst hat und auch andersrum. Also einfach jedes visuelle Arbeiten beeinflusst sich gegenseitig. Ich bin auf digital umgestiegen, weil es sich noch einfacher teilen lässt. Also weil ich das Bild einfach direkt auch online teilen kann und nicht den Umweg über ein Foto und eine Bildbearbeitung gehen muss. Genau, je nachdem, genau, manchmal mache ich ja auch Sketchnotes oder auch Graphic Recordings als Aufträge und gerade dann ist die Qualität einfach besser, wenn es eh auch gedruckt werden muss. Also für mich ist es so ein bisschen eine Frage von, was will ich gerade, aber auch wofür wollen wir es weiter nutzen? Und gerade für zum Beispiel das, was ihr jetzt seht, einen Flyer zu zeichnen oder auch Präsentationen, Sachen, die ich einfach immer wieder brauche, genau, hat sich das einfach bewährt, wirklich digital zu arbeiten. Würde mich jetzt mal interessieren, gebe ich einfach mal hier in die Runde der Teilnehmenden, gibt es da aktive Sketchnotende und wenn ja, in welchem Format, Papier, iPad, Android, wie arbeitet ihr? Ilene? Also ich arbeite auf iPad mit Procreate. Das liegt aber daran, dass ich überhaupt keine Malerin und Zeichnerin bin. Das heißt, ich habe das überhaupt erst sozusagen mich rangetraut, als die elektronischen Varianten richtig klasse waren, weil ich kann alles jederzeit löschen, wenn es nicht ist. Ich kann also meine Figürchen 25 Mal malen. Das heißt, für mich hat das einen super ermutigenden Aspekt gehabt. Also erstens mal bin ich sowieso so ein kleiner Technik-Fan und
ja, seitdem das wunderbar elektronisch geht, habe ich das auch angefangen. Also ich werde, glaube ich, nie eine ordentliche Sketchnoterin oder so, aber der Spaß daran ist erst gekommen mit dieser Variante, sagt immer, du verbrauchst nicht 25 Seiten Papier, bis deine Figur sitzt. Mhm. Okay. Das ist auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall ein Vorteil am Digitalen, weil so Menschen wie mir ist das manchmal ein Nachteil, wenn so der Perfektionismus durchkommt und denkt so, ach, das kann ich noch besser und da kann ich noch mal ran, dann ist manchmal Papier besser, da kann ich es einfach nicht nochmal machen. Oder ich müsste es komplett neu machen, das mache ich meistens nicht. Okay, also die Tascha schreibt jetzt hier gerade in den Chat, sie arbeitet auf Papier mit Sketchnotes. Emdra Gici, ich hoffe, Entschuldigung, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe, sagt, du bist doch keine Sketchnoterin. Und die Mai gesagt, sie hat vor einiger Zeit damit angefangen, allerdings auf Papier. Und ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Tool für das iPad. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du wirst heute fündig. Genau, ich kann auf jeden Fall noch ein paar Tools vorstellen. Ja. So, genau. Ja, dann sag doch mal, wenn du... Sieht sehr schön aus. ja, Katharina, wenn du jetzt anfängst zu Sketchnote mit einem iPad, wie ist denn da so dein Setting, dein Workflow? Wie gehst du vor? Was benutzt du für Apps? Was benutzt du einen Stift? Wenn ja, was für ein? Hast du nur iOS oder gibt es auch Erfahrungen mit Android? Also ich selber habe nur Erfahrungen mit iOS. Es gibt aber Apps auch für Android-Geräte. Ich würde gerade behaupten, also für viele Sketchnoterinnen eine Lieblings-App gibt es aber nicht für Android. Das ist nämlich Procreate, was Elaine schon auch gesagt hat. Ich habe aber gar nicht mit Procreate angefangen, sondern mit einer App, die heißt Paper 53, also Paper 53, die sehr, sehr einfach ist, die keine Ebenen hat, also wirklich wie ein Blatt Papier funktioniert und gerade in der Grundversion eine sehr begrenzte Auswahl an, was kann ich für Stifte nutzen, Farben kann ich mir aussuchen. Das fand ich am Anfang gut, weil ich mich überfordert war von zu vielen Möglichkeiten. Procreate hat mich ganz lange abgeschreckt, weil ich 8000 Millionen Möglichkeiten habe, Sachen einzustellen, mir eigene Stifte zu bauen, aber dann auf einem anderen Barcamp, nämlich dem internationalen Sketchnote Barcamp im letzten Jahr in Lissabon, hat jemand eine Procreate-Einführung für uns gemacht und seitdem, genau, benutze ich Procreate für das Allermeiste. Und habe mich in den Grundfunktionen zurechtgefunden. Und gerade, genau, probiere ich zum Beispiel ganz viel Animation über Procreate raus. Genau, das kann man auf meinem Instagram-Account gerade verfolgen. Ich animiere gerade Buchstaben mit Procreate und das funktioniert total gut. Wie findet man mich denn auf Insta? Als Küstenkonfetti. Ich schreibe euch das mal in den Chat. Genau. Da findet ihr mich auf Instagram und auch einen zweiten Twitter-Account, der hauptsächlich für Visuelles von mir genutzt wird. Genau, da spiele ich ein bisschen rum und probiere Sachen aus. Und es kommt ein bisschen drauf an, genau, weil du nach dem Prozess gefragt hast. Also jetzt arbeite ich meistens mit Procreate. Zuerst überlege ich mir, will ich quadratisch arbeiten oder in einem Querformat. Das hängt ein bisschen davon ab, wofür ich es weiter nutzen will. Meistens quadratisch, würde ich sagen, weil ich es genau online gerade auf Instagram nutze. Und manchmal bei größeren Veranstaltungen lege ich mir die Titel an oder wenn es ein Logo von einer Veranstaltung gibt, baue ich mir das sozusagen vor. Ansonsten habe ich quasi ein weißes digitales Blatt Papier vor mir. Genau, ich benutze tatsächlich den Apple Pencil und zeichne. Ich kann aber auch sagen, wir haben für meinen Hauptjob in der Kinder- und Jugendbeteiligung, ich mache ja digitale Jugendbeteiligung da, auch gerade iPads angeschafft und haben uns aber die Logitech Crayons gekauft als Stifte, die auch ziemlich gut funktionieren mit den neueren iPads. Und da bin ich total zufrieden mit. Die Maike hat noch eine Frage, wie ist das mit der Speicherung und dem Wiederfinden von angelegten Dateien? Aber ich glaube, das zeigst du auch gleich, wenn du uns die App mal zeigst. Genau, das kann ich machen. Okay. Dann geben wir den Bildschirm mal wieder frei.
Oberfläche, wenn wir drin sind. Ich gehe nochmal 2 Schritte zurück. Genau, was ich bei Procreate habe, sind hier genau ganz viele Stapel. Ich kann einfach, wenn ich auf das Plus drücke, eine neue Leinwand auswählen. Jetzt die Bildschirmgröße, ein Quadrat oder mir eben ganz eigene Größen erstellen, was ich so brauche. Wichtig ist grundsätzlich zu wissen, je größer mein Bild ist, je weniger Ebenen habe ich zur Verfügung. Aber für ein ganz normales Sketchnotes brauche ich auch nicht die Masse an Ebenen. Genau, die drücke ich einfach aufs Plus. Bildschirmgröße, habe ich ein neues Werk. Entschuldigung, wenn ich da draufklicke. Und das kann ich aber hier auch zum Beispiel in den Stapel EEB-Talks, den ich mir angelegt habe, legen. Und so habe ich hier Sachen, genau, die ich verwenden will. Also auf dem iPad organisiere ich mir das veranstaltungs- oder themenbezogen, meine Sketchnotes. So finde ich die wieder. Auf meinem Rechner ist es ein kleines Chaos, ehrlich gesagt. Aber genau, ich bin auf jeden Fall besser drin geworden, meine Dateien zumindest mit Sketchnotes der Veranstaltung zu benennen, um sie wiederzufinden und zu sammeln. Genau, aber die bessere Sortierung gibt es tatsächlich innerhalb der Apps. Okay, also das heißt, die Stapel, die du hast, das sind im Prinzip wie kleine Verzeichnisse oder auch die Projekte, wo du dann die Sketchnote drüber machst. Genau. Mit den Ebenen, wo du sagst, je größer das Format, desto weniger Ebenen. Kann ich mir das vorstellen wie in der Bildbearbeitung, Ebenen übereinander oder? Genau, das ist also genau, das ist das, was Procreate kann. Das ist hier, wenn man ganz oben rechts guckt, genau, da habe ich gerade draufgeklickt, da sind es hier Ebenen, die ich wirklich dazufügen kann, um wirklich übereinander, ich kann die Ebenen auch verschieben, wenn ich jetzt doch eine Ebene drunter brauche, zum Beispiel, wenn ich Schatten lege oder Sachen ein bisschen koloriere, das ist was ich grundsätzlich in eine andere Ebene lege, dann, wenn ich das nochmal ändern will oder die Farbe ändern will, dann genau muss ich nicht in meinem ganzen Bild rumradieren. Ich kann das auch sehen, genau, über meine Leinwanddaten. Also hier habe ich jetzt bei der Größe 60 Ebenen, das ist schon auch super viel. Ich habe das gerade aber beim Animieren gemerkt, wenn ich genau angefangen habe, Sachen zu animieren, braucht man manchmal ein paar mehr Ebenen. Aber ich kann auch im Nachhinein genau mit die Größe von meiner Leinwand ändern, auch den Inhalt anpassen und genau, das funktioniert total gut. Was ich auch sehr hilfreich finde, ich kann eine Zeichenhilfe aktivieren. Das seht ihr hier, da kann ich so mir Kästchen in den Hintergrund legen, um zum Beispiel ein bisschen gerader zu schreiben, wenn mir das wichtig ist, oder auch ein bisschen eine einheitlichere Größe zu schreiben oder zu zeichnen, um mich eben an den Kästchen zu orientieren, wenn ich das brauche. Und die, wenn ich das Bild exportiere, genau, sieht man die Kästchen nachher nicht mehr. Genau, zum Export kann ich auch grundsätzlich, genau, habe ich viele Möglichkeiten, das Bild also in Dateiformaten zu exportieren. Ich speichere sie meistens genau direkt auf dem iPad und schicke sie mir dann an den Rechner oder aufs Handy, je nachdem, genau, wofür ich sie weiterverwenden will. Eine richtig coole Funktion finde ich bei Procreate. Genau, die kann man auch ausmachen. Bei mir ist sie meistens dran, ist eine Zeitrafferaufnahme. Das heißt, im Hintergrund wird mein kompletter Zeichenprozess aufgenommen, den ich dann einfach als Zeitraffer exportiere. So kann man genau manchmal sehen, wie viel so radiert wurde oder wie so eine Sketchnote entstanden ist. Das finde ich auch ganz schön zu sehen. Kann genau. Man da auch so eine Art Stop-Trick-Film draus machen, wenn ich die Zeitrafferaufnahme habe? Also dann habe ich ja die Möglichkeit, wirklich mit einer Sketchnote so einen kompletten Prozess auch zu visualisieren in Form eines Bewegtbildes. Genau, das kannst du. Du könntest ja auch die Zeitrafferaufnahme so wie sie ist nehmen und am Ende auch sozusagen wieder ein bisschen langsamer schalten. Ich glaube, ich würde, wenn ich wirklich sowas wie einen Stop-Motion-Erklärfilm mache, eher über die Animationsfunktionen gehen. Aber das genau, kommt sozusagen, glaube ich, auf die Komplexität drauf an. Okay. Aber das geht auf jeden Fall. Was mir eben noch aufgefallen ist, was, glaube ich, wichtig ist zu wissen, als du gesagt hast, man kann die Canvas-Größe verändern.
es ist immer noch ein pixelbasiertes Programm. Das heißt, ich kann die zwar größer machen, aber das heißt, meine Schriften werden nicht proportional skaliert. Also das, was ich bereits erstellt habe, weil es eben ein Pixelbild ist und kein vektorbasiertes Bild. Genau, richtig. Also im Zweifel immer lieber größer machen und am Ende kleiner als andersrum. Genau, größer wird pixelig einfach. Das stimmt. Zwischenfrage gleich nach Elaines Einwurf. Gibt es das auf Vektorbasis sowas, eine App? Ja, lass mich mal gucken, ob ich... genau, also Adobe Draw funktioniert vektorbasiert und Concepts auch. Das sozusagen das C, das Orange. Genau, damit kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten. Bei Concepts ist es auch spannend als App, die hat so ein bisschen einen, also einen Endlos-Canvas, wenn man drauf zeichnet. Und exportiert es am Ende in dem Format, in dem man es braucht. Genau. Die sind aber kann man da auch Bildschirmaufzeichnungen machen in den beiden? Wir gucken mal rein. Also ich glaube, nicht automatisch macht er das nicht. Nee, also das Einzige, was ich machen könnte, ist halt übers iPad automatisch eine sozusagen eine Aufnahme, aber nicht innerhalb, nicht innerhalb der App. Genau, aber so sieht das hier aus. Genau, an der Seite Pinsel, die ich auch bearbeiten und einstellen kann. In der Größe, ich habe am Anfang, ich habe in Paper ganz viele Sketchnotes gemacht und wenn ich aber so Illustrationen oder Zeichnungen gemacht habe, die wir für Druckgeschichten verwendet haben oder so, dann habe ich die ganz viel in diesem Programm, in Adobe Draw gezeichnet. Genau, die App, von der ich vorhin erzählt habe, also die ist hier unten. Genau, das ist Paper. Paper organisiert sich in so Büchern. Das fand ich auch ganz schön. Genau. So, hier machen wir einmal auf. Genau, das ist aus einem Workshop, wo ich dann auch einfach Seiten hinzufügen kann. Es öffnet sich wie eine Seite und hier unten seht ihr die Stifte und Farben, die ich nutzen kann und anklicken kann und damit zeichnen. Das fand ich ganz, ganz gut am Anfang. Wie gesagt, keine Ebenen, keine weitere Aufzeichnung. Aber weil genau eben eine reduzierte Auswahl für mich am Anfang total brauchbar und würde ich auch genau immer weiter empfehlen, gerade wenn so Digitales auch ein bisschen überfordert, fände ich das total gut. Wer Lust hat, sich in sehr individuelle Sachen reinzudenken, da ist, wie gesagt, Procreate großartig, gerade weil ich hier ganz viele vorgegebene Pinsel habe, Pinsel selber anlegen kann. Genau. Das ist das, was mich abgeschreckt hat, aber wenn man einmal genau sich ein bisschen reingefuchst hat, ist es großartig. Mhm. Okay, ja, erstmal vielen Dank für den Einblick in die verschiedenen Apps. Ich glaube, bevor wir jetzt so mal in das Praktische reingehen, ersten Start, würde ich jetzt hier einfach mal kurz so eine allgemeine so Zwischenfragerunde einfach mal anbieten. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen die Diskussion, aber gibt es bislang, bis zum jetzigen Punkt, noch Rückmeldungen oder Fragen? Mir kommt die Frage, wie sieht das mit Einfügen von Fotos jeweils aus? Also wenn ich ein Foto von einem Wandbild machen will und das in die Sketchnote einfügen will, geht das jeweils? So, das sieht jetzt aus, als würde die Katharina jetzt hängen. Okay, also ich schätze mal, weil die Katharina, die ist jetzt gerade in einem Hotel. Die ist nämlich heute Abend auch auf einer Veranstaltung für Sketchnotes. Und ja, von daher glaube ich, das Hotel-WLAN hat sie jetzt gerade rausgeschmissen. Warten wir jetzt gerade einfach nochmal. Vielleicht können wir die Zeit... Könnt die Frage beantworten, das geht. Genau, man macht einfach eine neue Ebene auf und fügt Fotos ein und zieht die dann nach der Größe. Aber jetzt ist Katharina auch wieder da. Genau. Jetzt bin ich wieder da. Genau, du hast, glaube ich, gesagt, also bei Procreate überhaupt gar kein Problem. Bei Paper geht es mittlerweile auch. Genau, bei Adobe Draw geht es, glaube ich, auch, aber habe ich nie genutzt.
Genau. Okay. Weitere Fragen? Gut. Dann stellt sich jetzt bei mir die Frage, also ich meine, die Sketchnotes, die ich bislang gesehen habe, die sehen alle total cool aus, künstlerisch. Also von der Gestaltung, Schriftbild, die ganzen Icons. Wenn ich mich davor setze, suboptimal. wie kann ich anfangen? Also gibt es irgendwelche Tipps, ich sag mal, für Einsteiger in dieser Welt loszulegen mit einem akzeptablen Ergebnis? Ja, ich glaube, mein erster und größter Tipp ist sozusagen loszulassen und überhaupt gar nicht den Anspruch zu haben, dass Sachen super ansprechend aussehen muss. Das, was wir sehen und das, was, also da bin ich auch nicht frei von dem, was wir posten, das sind meistens die Sachen, die tatsächlich ein bisschen schöner aussehen. Und es gibt in der Sketchnote-Szene auch ganz viele Leute, die aus einem sehr grafischen Bereich kommen. Das komme ich ja auch nicht. Und genau, dadurch sehen Sachen einfach super schön und schnell aus. Aber wichtig ist eigentlich, dass du mit deinen Notizen was anfangen kannst, dass deine Bilder für dich funktionieren. Und die Idee grundsätzlich ist, mit reduzierten Bildern und einem visuellen Alphabet anzufangen und sich da langsam durchzuarbeiten und so ein bisschen einen Schatten zu setzen oder eine Farbe einzusetzen, hilft schon, dass es sozusagen ein bisschen schöner oder ansprechender aussieht. Und am Ende bleibt, wie bei ganz vielen Sachen, machen, 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 üben, üben, üben. Genau, immer sich weiterentwickeln, sich inspirieren lassen. Was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, ist mir Sketchnotes von anderen Leuten angeguckt, überlegt, was machen die, was ist da speziell dran oder was nutzen die, und das einfach ausprobiert. Und also sozusagen mit einer, den Stil versucht nachzumachen, rauszufinden, funktioniert das für mich, kann ich das auch oder welche Teile kann ich davon übernehmen, was fühlt sich für mich gut an tatsächlich. Und so einfach ganz viel ausprobieren. Okay. Genau, und wichtig ist, das ist so auch der Leitspruch, den Mike Rohde, der das Wort Sketchnotes in Amerika geprägt hat, weil genau, also visuell arbeiten wir seit der Höhlenmalerei, das ist nichts Neues. Aber diesen Begriff ist, es geht dabei tatsächlich darum, Ideen aufs Papier zu bringen und wirklich die eigenen Notizen zu machen und keine Kunstwerke entstehen zu lassen. Auch wenn das manchmal so aussieht, das ist überhaupt nicht das Ziel. Weil am Ende kann eine Sketchnote richtig schön aussehen, wenn sie aber den Inhalt nicht transportiert, um den es geht, also habe ich am Ende auch nichts gewonnen. Außer ein schönes Bild, aber keine Inhalte. Okay. Wichtige Hinweise, finde ich, auch so den eigenen Anspruch vielleicht erstmal anzupassen und auch die eigene Erwartungshaltung. Aber wie sieht das mit, ich sag mal, Sketchnotes ist ja nicht nur Text, es sind ja auch ganz viele Icons und Bildchen mit dabei. Und da kann ich mich erinnern, in Mainz, als du es einmal gesehen hast, da hattest du so ein paar Tipps, wie man einfach zu bestimmten Begriffen einfach einfache Icons auch erstellen kann oder wie man da hinkommt. Einfach mal so ein paar Ideen bringen. Könntest du uns da vielleicht auch was zeigen? Ja, da zeige ich euch gerne was. Dafür gebe ich das genau, iPad einmal wieder frei. Jetzt bin ich wieder. So ist das mit den Hotel-WLANs. Richtig. Deutschland, digitales Entwicklungsland. Oh ja. Du kannst, da ist es auch. Ansonsten kannst du das iPad auch per Lightning-Kabel an den Mac anschließen und dann als Freigabe und machen. Genau, ist es auch. Also okay. Genau, es ist angeschlossen. Klasse. Genau, also die Idee ist, dass wir sozusagen einfache Grundformen nutzen, um unsere Bilder zu bauen und so ein bisschen genau auch zu lernen, Bilder so zu sehen und gar nicht so um Kunstwerke geht es eh nicht, aber komplexe Bilder zeichnen zu können. Da wir genau was Digitales machen, zeichnen wir mal einen Computer. Und da genau haben wir den Rechteck, das ist der Bildschirm. Ich zeichne meistens ein zweites Rechteck rein, um so den Bildschirm anzusehen. Einen Trapez darunter.
hier vielleicht noch ein bisschen für die Perspektive. Und schon bei der Tastatur zeichne ich auch nur noch das. Und wenn ich jetzt eine Ebene drunter lege, in die gehe, mir ein Grau aussuche und einfach ein bisschen Schatten ranlege. Genau, ich könnte jetzt einfach einen breiteren Stift nehmen, aber so poppt es gleich ein bisschen. Und genau, man kann halt lernen und sehen, einfach die Icons aus so ganz einfachen Grundformen zusammenzusetzen. Eine der auch, ich glaube, meistgenutzten visuellen Bilder ist zum einen die Glühbirne. Ich zeichne meistens zuerst den Glühfaden, Birne, und das Schraubgewinde. Und dann kommen hier noch ein paar Striche dran, dass die Glühbirne leuchtet. Und das ist eine visuelle Vokabel, die ganz viel für Ideen, Inspirationen steht. Und ich glaube, eine der anderen meistgenutzten visuellen Vokabeln, jedenfalls wenn man in Weiterbildung oder Konferenzen ist, ist die Kaffeetasse für Pause. Auch da ein Oval, ein größeres Oval. Und ich zeichne meistens tatsächlich eine Untertasse drunter, obwohl ich selber eigentlich gar keine benutze zu Hause. Aber es sieht schöner aus. Und hier auch, um aus meiner Kaffeetasse eine Teetasse zu machen, zeichne ich einfach einen Teebeutel ran. Und so kann ich visuelle Vokabeln auch einfach ganz schnell transformieren, wenn mir das jetzt wichtig ist, dass es heißen Kaffee oder Tee gibt. Funktionieren bei uns auf jeden Fall ein paar Linien obendrauf, dass es heiß ist. So. Und wer für den aber zum Beispiel diese Art Kaffeetasse zu zeichnen auch noch zu komplex ist, geht es auch einfach mit einem Viereck und einem Henkel dran. Und auch das funktioniert als Tasse, im Zweifel sogar auch als Bierkrug. Und das ist auch einer der wichtigsten Tipps. Keine visuelle Vokabel muss komplett für sich alleine erkennbar oder erklärbar sein. Also benutzt sie einfach auch mit den Wörtern dazu, mit der Erklärung. Und schon, es ist auch klar, was damit gemeint ist, und es gibt keine Diskussion. Ja. Klasse. Ja, super. Würde ich sagen, setzen wir jetzt direkt um. Also ich finde diesen Begriff visuelle Vokabel oder visuelles Alphabet, den finde ich klasse. Einfach so bestimmte Icons mit Begrifflichkeiten, das sind natürlich auch verbunden, aber die auch standardisiert so verwenden. Wo kann ich mich denn inspirieren lassen? Also wo finde ich denn solche visuellen Vokabeln oder solche Icons, wo ich mich so ein bisschen inspirieren lassen kann? Also tatsächlich, das Internet ist voll davon. Also wirklich den Hashtag Sketchnotes oder Sketchnote ohne S hinten folgen. Eine Webseite, die ich empfehlen kann, auf der ich mich auch immer mal wieder inspirieren lasse, ist thenounproject.com. Die funktioniert auf Englisch. Man muss halt englische Substantive eingeben und dann kriegt man sehr viele, sehr reduzierte, aber auch sehr unterschiedlich vom Stil Icons und Bilder. Ganz viele von den Sachen sind auch Creative Commons lizenziert. Das heißt, ich dürfte sie auch so nutzen, wie sie da sind, mit Namensnennung meistens. Aber ich gucke ganz oft rein und denke so, ach stimmt, dann habe ich nochmal einen anderen Ansatz. Grundsätzlich, wenn mir gar nichts zu irgendwas einfällt, funktioniert auch in der Suchmaschine deiner Wahl einen Begriff einzugeben und das Wort Comic oder Bild dahinter und man findet was. Ich selbst habe unter katharinablum.de auch einen Blog, wo ich unter anderem auch über Visualisierung schreibe und immer mal ein paar Sammlungen gemacht habe. Und es gibt mittlerweile einfach großartige Bücher zum Thema Sketchnotes auf dem Markt, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Thema beschreiben und teilweise auch Schritt-für-Schritt-Anleitung
für so Icons und Bilder haben. Da sind wir ja auch ganz unterschiedlich. Mir reicht es, so ein Bild zu sehen und ich genau weiß, wo ich anfangen muss zu zeichnen. Ganz viele brauchen aber genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch dafür gibt es einfach gute Bücher, um das zu lernen. Genau. Ja, klasse, super. Also das heißt, wer sich hier so ein bisschen informieren möchte, der ist, ich sag mal, in deinem Blog auch schon mal gut aufgehoben. katharinablum.de, auch deine Website. Ich hätte jetzt hier einfach mal gerade reingeschaut, die Sketchnote-Geschichte. Und hier findet man auch noch mal interessante Hinweise. Dann, was du hier gerade noch mal erwähnt hast mit thenownproject.com, genau. Hatte die Elaine ja auch schon im Chat genannt. Mhm. Icons for everything. Ja, großartig. Genau, und genau, Werbung. Oh, und jetzt ist das WLAN schon wieder weg. Alles klar. Also, aber ich glaube, das sind auf jeden Fall schon mal ja, gute Hinweise. Und wie gesagt, im Blog von der Katharina, da findet man auch ganz viele Hinweise. Ich würde jetzt einfach die Pause, wo Katharina weg ist, nochmal für Rückfragen nutzen und für Ergänzungen nutzen. Hallo Katharina, wir haben gerade eine kleine Rückfragerunde eingeschoben. Ja. Gibt es von den Anwesenden da nochmal Anmerkungen oder Ergänzungen, vielleicht auch tolle Seiten oder Quellen, wo man sich inspirieren lassen kann? Mein Hashtag Sketchnote ist natürlich sehr weitläufig. Also wenn man für meine Begriffe zu viel Geld für ein Produkt ausgeben will, aber was ziemlich gut ist, wenn man lernen möchte, Dinge zu zeichnen oder die Elemente zu sehen, das ist dieses Bicarbo-System. Mhm. Ja, also ich finde es total überteuert für das, was sie leisten, aber es ist für Anfänger sicher ganz angenehm, weil die einfach Zeichnungen und so weiter auseinandernehmen. Mhm. In ihre Einzelelemente. Und was ich dann auch am Anfang super, super hilfreich fand, ich weiß aber nicht, ob ich das auf die Schnelle finde, ich guck mal, das war so ein Grid, also ein Raster, die Kombination Augenbraue, Auge und Mund, also wie man mit ganz wenigen Sachen ganz viele Emotionen ausdrücken kann. Und dieses Raster zu üben, das hat mir am Anfang super viel geholfen. Ich gehe mal danach googeln und dann kann ich das vielleicht auch einsetzen. Kann ich euch direkt zeigen? Ah, super. Klasse. Genau, der Mensch heißt Austin Klee. Ja, solche Sachen weiß ich immer nicht, wie die Leute dahinter heißen. Hallo? Für verschiedene Sachen rauskommen. Und das kann man sehr schön üben, um Gesichtsausdrücke einfach zu üben und zu gucken, genau, was, was zeigt es für mich, um jetzt für, wenn ich mit bestimmten Emotionen arbeiten will, mir das auch anzulegen. Und wenn man nach Austin Kleen sucht, findet man da ganz, ganz viele Sachen. Ich habe auch eine Frage. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Wie gesagt, die Technik ist mir noch etwas überfordernd. Und zwar, wie gehst du dabei vor, wenn du jetzt zum Beispiel ein Protokoll erstellst, klar, wenn du jetzt eine Flipchart gestaltest oder ein Seminar oder so vorbereitet, das ist ein anderer Prozess, aber wenn du jetzt quasi eine Sitzung protokolliert hast und daraus dann Sketchnotes erstellen würdest, was ist da so der Prozess? Wie gehst du da vor? Oder machst du das, dass du aus Notizen Sketchnotes machst oder funktioniert das nicht so ganz? Also wenn ich jetzt eine Sitzung direkt per Sketchnotes protokolliere, mache ich nicht den Umweg über ein sozusagen, also gewöhnliches Protokoll, um dann zu Sketchnotes, sondern das mache ich selber. Aber wo sozusagen der Schritt funktioniert, ist bei Sachtexten oder Büchern, also andere Sachen, die wir einfach als schriftlich haben, die zu Sketchnoten. Und da, glaube ich, gehe ich relativ klassisch vor, wie wenn ich mir einen Text erschließe. Ich lese den einmal komplett und fange dann an, mir Überschriften, Teile zu markieren, wichtige Sachen. Ich glaube, Icons einfach an den Rand zu malen und es dann am Ende genau in eine Sketchnote umzusetzen. Okay, vielen Dank. Gerne. Genau, ich glaube, vorhin im Chat gab es auch die Frage,
genau, wie man überhaupt zu Icons kommt. So, da gibt es genau verschiedene Sachen. Also manche Icons, also auf die kommen wir ganz schnell. Die sind, also da kann ich, wie jetzt bei dem Computer, wenn ich jetzt genau Technik benutze oder so, dann ist das manchmal relativ klar. Was ich aber mache, wenn ich mich auf bestimmte Inhalte, die mir jetzt nicht so super geläufig sind, mache, vorbereite, dann mache ich mir Assoziationslisten. Also ich habe den Begriff, zu dem ich ein Bild suche und schreibe mir Assoziationen auf. Dann fällt mir zu einer dieser Assoziationen manchmal ein Bild ein, das dann zu dem ersten Wort auch ganz gut passt. Manchmal kommt man auch über die Gegenteile ran. Man kann Sachen manchmal vermenschlichen, aber gerade dieses Assoziationsspiel hilft mir total. Oder eben wirklich die Verknüpfung von Bild und Wörtern. So eins meiner Lieblingsbeispiele, das ich in meinen Workshops auch zeige, ist, wenn ich einen Baum zeichne. Der Baum steht für einen Baum. Der Baum kann aber auch für das Thema Umwelt stehen. Der Baum kann auch für das Thema Nachhaltigkeit stehen. Und der Baum kann am Ende auch für das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung stehen. Ich kann, wenn ich andersrum überlege, fällt mir für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, fallen mir auch andere Icons ein. Aber müsste ich gar nicht, wenn das für mich funktioniert als Baum, als einfache Illustration. Und gerade wenn ich live Sketchnotes mache, schreibe ich manchmal mir auch den wichtigsten Punkt auf und mir kommt ein Bild im Laufen oder hinterher. Genau, also das ist auch so ein Prozess, der nicht komplett linear läuft, sondern auch ganz viel Schleifen dreht tatsächlich. Also das Schwierigere am Prozess, finde ich, ist tatsächlich das Zuhören und Verarbeiten und gar nicht das Zeichnen an sich. Das ist auch schwierig, aber auch eine reine Übungssache, finde ich. Aber tatsächlich dieser Verarbeitungsprozess, genau, den finde ich manchmal viel schwieriger. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen oder Rückmeldungen? Magst du noch was zu deinen Animationen erzählen? Na schön. Klar. Was willst du wissen? Fragst du das? Wie du anfängst, wie du auf die Idee gekommen bist, also warum du das brauchst oder wofür du das brauchst? Also brauchen tue ich das überhaupt gar nicht. Also außer tatsächlich, um Neues auszuprobieren und meine Kreativität anzufeuern. Und genau, die Frage ist, kann ich ein Beispiel zeigen? Ich suche gerade einmal auf meinem iPad. Genau, auf die Idee gekommen bin ich, weil ich auf dem Berlin Letters Festival war vor ein paar Wochen. Da habe ich mich für einen Workshop angemeldet, der Animationen mit Photoshop hieß. Und da habe ich mich nochmal mit dem Thema Animationen auseinandergesetzt. Also so Stop-Motion, Trickfilm, das kenne ich aus meiner Arbeit. Aber so richtig viel digital habe ich damit selber noch nicht gearbeitet. Und das fand ich ganz spannend. Und ein paar Wochen oder Monaten hat Procreate ja diese Zusatzfunktion der Animation erst rausgegeben. Das gab es ja noch nicht von Anfang an. Und dann dachte ich, okay, so super komplexe Sachen will ich gar nicht machen. Da geht es mit, das geht auch mit Procreate. Und dann habe ich das tatsächlich einfach ausprobiert. Und auf dem Berlin Letters Festival gab es auch den Aufruf, ob wir nicht wieder so eine 100-Tage-Lettering-Challenge machen wollen. Und weil wir alle so angefixt waren, wie das manchmal auf so Konferenzen ist, wo sich Leute, die dasselbe Nerd-Thema haben, total in was reinhypen, gab es ganz viele von uns, die gesagt haben, ja, das machen wir. Und ich dachte, dann nutze ich die Chance und also male Buchstaben, das sind Letter, und übe einfach animieren. Und so mache ich das seit, 37 Tagen. Was ich heute mache, weiß ich noch nicht. Manchmal habe ich so ein paar, zwei, drei Ideen und mache schon mal Skizzen. Manchmal weiß ich einfach auch wirklich nicht, was am Ende des Tages bei rumkommt. Ganz viele Beispiele gibt es tatsächlich auf meinem Instagram-Account gerade zu sehen. Klasse. Gut, ja, Instagram-Account @Küstenkonfetti hattest du schon in den Chat reingeschrieben. Gerne mal reinschauen und auch inspirieren lassen, weil ich glaube, inspirieren, das ist ein ganz wichtiges Thema bei Sketchnotes. Auf jeden Fall.
Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Man kann einfach mal gucken, was andere machen und dann schauen, was man für sich selbst auch übernehmen kann. Genau. Richtig gut. Also genau, für alle, die sich noch reinhypen wollen und inspirieren lassen wollen. Heute fängt das Sketchnote Barcamp in Hannover an. Deswegen bin ich auch genau in einem Hotelzimmer in Hannover. Das fängt heute Nachmittag an und es treffen sich, glaube ich, 120 Menschen aus dem deutschsprachigen Raum und genau, machen ein Barcamp zum Thema Sketchnotes. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Heute gibt es ein paar Workshops und morgen ist aber komplett Barcamp-Teil. Das ist das zweite deutschsprachige. Im Sommer findet das dritte internationale statt, diesmal in Paris. Und das ist, diese Community ist großartig. Also für jeden, der sich für Sketchnotes interessiert, traut euch, Sachen zu zeigen, auch Sachen, die ihr selber nicht so schön findet oder erste Sketchnotes, die ihr gerade anfangt. Ihr werdet ganz viel Liebe aus der Community und Bestärkung bekommen. Und genau, ich kenne insgesamt wenige Gruppen an Menschen, die so teilend sind. Also eigentlich jede Frage, die ihr Leuten stellt, die irgendwie Sketchnotes machen, genau, die erzählen auch und teilen ihre Tipps und Tricks. Okay. Gibt es da irgendwie einen Hashtag, den man verfolgen kann? Ja, den schreibe ich euch einmal in den Klasse. Chat. Genau, ganz viel wird bei Twitter und aber auch bei Instagram passieren. Also in Hannover gibt es auch so eine kleine Gruppe, die trifft sich zum Lettering einmal im Monat. Die findet man auf Facebook. Und dann, wenn man in der einen Nähe der großen deutschen Städte wohnt, dann ist die Chance eigentlich auch ganz gut, dass man ein Whiz-Think-Meeting findet. Und die sind auch alle total nett. Also ich bin mal bei den Kölnern reingeschneit, weil ich da gerade auf einem Barcamp Kirche war. Ja. die sind aber auch nicht so irre häufig, deren Meetings. Also da gehen oft mal 3 Monate ins Land oder so. Genau. Da war ich, ich war ganz viel bei, also ich wohne ja sonst in Rostock, ganz viel in Berlin und Hamburg bei den WeThink Meetups. Und wir haben vorletztes Jahr WeThink Nord gegründet mit Bremen, Oldenburg, Hamburg und Rostock zusammen. Genau, Rostock, ich habe gerade nicht mehr so viel geschafft, aber genau, in den anderen norddeutschen Städten finden auch immer mal WeThink Meetups statt. Und da kann man auch wirklich hinkommen, wenn man gerade erst denkt, könnte das ein Thema für mich sein, unbedingt hingehen, ausprobieren. Und was ich ganz spannend fand, auf jeden Fall ganz am Anfang, ich glaube auch 2014, 15 bin ich zu den ersten WeThink Meetups gegangen. Ich war eine der wenigen Menschen, die was Pädagogisches machen. Ganz, ganz viele Menschen kommen aus der Softwareentwicklung oder völlig anderen Richtungen. Also mittlerweile sind es viel, viel mehr Menschen, die in einem pädagogischen oder Weiterbildungsbereich arbeiten, die da auch sind. Und das ist sehr spannend, da sich einfach inspirieren zu lassen, auch aus völlig anderen Bereichen einen Einblick zu bekommen bei den Meetups. Okay, vielen Dank. Noch irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen? Dem scheint, glaube ich, erstmal nicht zu sein. Ich möchte dann an der Stelle noch mal daran erinnern, dass wir auch in diesem Talk jetzt eine kleine Feedback-Runde im Anschluss machen, was uns einfach auch hilft, das relativ neue Format des EEB-Talks auch weiterzuentwickeln, ob es stattfinden soll und wie es auch im nächsten Jahr weitergeht, unter fbr.io/eeb. Den Link habe ich in den Chat geschrieben. Kommt ihr auf 4 kleine Fragen, wenn ihr da einfach noch ein bisschen oder mal antworten könntet und diese beantworten könntet, das wäre ja fantastisch und würde mir einfach auch helfen, mir ein Feedback zu dem Format des EEB-Talks nochmal mit einzuholen. Ansonsten, wenn irgendwie noch Fragen im Anklang oder im Nachgang noch auftauchen, die Aufzeichnung von dem Talk, die werden bei mir im Blog eeb-virtuell.de veröffentlicht. Dort gibt es eine Kommentarfunktion, die kann man da gerne nochmal reinstellen. Ich versuche da nochmal ein bisschen zu vermitteln. Genau, wenn da Fragen sind, einfach reinschreiben. Ansonsten haben wir jetzt erstmal mit den EEB-Talks sowie mit dem digitalen Kirchentalk eine kleine Sommerpause. Das heißt, es wird erst im September weitergehen, am 6.9. wieder mit der Paula Nowak zum Thema Netzwerken mit Twitter. Und der nächste digitale Kirchentalk ist am 13.9. direkt vor dem Barcamp Kirche online in Essen. Das heißt, würde mich sehr freuen, dort wieder einige zu sehen.
Ansonsten, Katharina, vielen, vielen Dank. Also ich fand es wirklich klasse, sehr aufschlussreich, ganz viele Tipps, genau. Und an der Stelle beende ich die Aufzeichnung. Ich wünsche euch allen noch ein nicht allzu heißes Wochenende und einen schönen Sommer bis im September. Macht's gut. Tschüss. Ja, auch bald. Ciao.